Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere mit Greuther Fürth. Ich nehme das immer noch am gleichen Tag auf wie die letzten drei Wochen, wie die letzten drei Folgen. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, unbedingt rechts oben beim i vorbeischauen. Da war wieder ein fettes Pokalspiel am Start. Und Leute, wir sind tatsächlich wieder weitergekommen. Wir sind mit Greuther Fürth im Halbfinale. Das ist so krass. Wir haben Dortmund rausgekickt, wir haben Leipzig rausgekickt, wen auch immer noch rausgekickt. Und jetzt stehen wir im Halbfinale tatsächlich. Das Ganze wurde ausgelost. Wir spielen gegen Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt im, ich glaube, April oder Mai, also im April, glaube ich, also in zwei Monaten. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber wir haben, glaube ich, 1,5 Millionen bekommen ungefähr dafür. Das ist schon mal richtig, richtig nice. Ansonsten spielen wir in dieser heutigen Folge, wie ihr hier seht, gegen Hannover und gegen Bielefeld. Zwischen Hannover und Bielefeld ist ein bisschen Pause. Das heißt, ich werde tatsächlich wahrscheinlich gegen Hannover mit der ersten Elf, mit der A-Mannschaft spielen. Sie ist nicht ganz fit vom Pokalspiel, aber wir haben keine Verlängerung gehabt. Wir haben ganz normal nach 90 Minuten und so, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Deswegen würde ich sagen, Hannover ist ein wichtiges Spiel, unbedingt da natürlich mit der ersten Mannschaft. Und dann haben wir sowieso ein bisschen länger Pause, dann auch wieder mit der ersten Mannschaft. Also von daher, ja, keine Ahnung. Also das wird schon hinhauen. Wir haben eine Woche und einen Tag Pause. Das haut, denke ich, ganz gut hin. Wir sind Platz 5. Platz 5 ist gut für Fürth. Da kann man nicht meckern. Platz 5 ist wirklich gut für Fürth. Wir haben 37 Punkte. Damit kann ich auch leben. Das ist auch in Ordnung. Was aber nicht so geil ist, dass wir tatsächlich... Okay, unsere Tordifferenz ist auch nicht so geil, aber wir haben tatsächlich auch relativ viel Abstand zu den Aufstiegsplätzen. Also wir haben relativ viel Abstand zu 43 Punkten und 54 Punkten. Das ist so krass. Also Stuttgart mit 54 ist eigentlich... out of the range, also die können wir nicht mehr erreichen. Die einzigen, die wir noch erreichen können, ist Hannover. Und gegen Hannover spielen wir jetzt. Das ist unser letztes Spiel, unsere letzte Chance quasi gegen einen direkten Konkurrenten wie Hannover zu spielen. Dementsprechend müssen wir natürlich hier gewinnen. Und wenn wir unentschieden spielen oder verlieren, haben wir ein Problem, weil wir erstens wahrscheinlich dann wieder Anschluss verlieren. Und zweitens natürlich die wegziehen. Das heißt, in unseren 37 Punkten haben wir guten Abstand hier zu Bielefeld. Gegen Bielefeld spielen wir auch noch in der heutigen Folge. Wenn wir gegen Hannover gewinnen, kommen wir nach oben wieder ran und können die da oben ein bisschen blockieren. Außerdem gegen Bielefeld gewinnen und dann können wir ein bisschen weg von da unten, von Bielefeld. Das heißt, zweimal gewinnen und alles ist perfekt. So einfach geht's. Hahaha. Es ist wirklich ein Spitzenspiel. Endlich sind wir im Spitzenspiel mal daheim. Sonst haben wir die ganzen Spitzenspiele immer von auswärts bestritten. So, unsere Fitness. Ich habe es vorhin angesprochen. Ist so lala. Aber, wen soll ich denn wechseln? Das ist so die Frage. Wen soll ich wechseln? Also solche Wechsel kann ich zum Beispiel tätigen. Stefaniak rein für Redondo. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und Tobias Mohr rein für Keita Ruel ist auch nicht so schlimm. Das ist ganz okay. Aber alle anderen, boah, das ist halt so ein Downgrade quasi. Also das ist so ein mega Downgrade, wenn ich da wechseln würde. Das ist halt ehrlich so, wenn wir jetzt verkacken, dann kann ich den Aufstieg eigentlich schon auch verkacken. Also dann kann ich den an den Nagel hängen. Aber wenn wir jetzt gewinnen, dann ist es halt so krass realistisch. Oh, das Team mit der besten Abwehr ist das. Na geil. Und das drinnen! Julian Green, die Tonne klingt, jawohl, nice! Jetzt sieht ihr mich wahrscheinlich gar nicht mehr, perfekt. Aber ja, Mann, geile Scheiße! Time finished, Finesse Shot in die Ecke. Ja, sowas krasses habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ich bin eingespielt jetzt langsam, nach 4 Folgen hintereinander aufnehmen. Nice! Julian Green bringt Greuther Fürth in Führung. Tobias Mohr, schön, dass ich auch ein paar komplett Fitte eingewechselt habe. Der Pace nehme ich dem Hannoveraner davon. Auch wenn es nur leicht ist! Was ist das geil! Ist das geil! Branimir Gota trifft bei uns ja fast nie, weil er ja bei uns nicht Stürmer spielt, sondern rechts außen.
Aber er macht den rein. Diesen so wichtigen. Und so knapp. Und so cool. Einfach Volley. Ei, das ist so verrückt. Nice. Wie geil ist das denn jetzt? Jetzt spielen wir über rechts. Ja, was ist denn hier heute los? Nice. Jetzt bin ich eingespielt scheinbar. Gegen Leipzig gewinnen wir. Und jetzt hier in dieser neuen Folge gegen Hannover sieht es so gut aus. Und Seguin. Yes, Mann, Leute. Paul Seguin. 3-0 mittlerweile. Nice. Vielleicht klappt es ja doch alles. Gewinnen und Tordifferenz kaputt machen. Die nur 14 Tore kassiert haben in 20 Spielen, kassieren jetzt in einem von uns oder gegen uns 3. Und das, weil wir zu Hause spielen. Ich sag's euch, Leute, das ist zur Halbzeit 3-0. Stark. Stark, stark, stark. Bochum, Wiesbaden nur 0-0. Ich glaube, Bochum ist auch über uns. Statistik natürlich super. Die haben viel Ballbesitz. Wir kontern. 3 Schüsse, 3 aufs Tor, 3 drin. Das gibt's nicht. 4-0. Nehme ich mit. Ist gebucht. Yes! Huh. Das ist der Wahnsinn, Leute. Es ist der Wahnsinn. Stefaniak. 4-0. So, Dreierwechsel gemacht. Das heißt, wir können jetzt dann fast schon Schonung betreiben. Jawohl, es klappt alles. 5-0. Tobias Mohr. Es klappt alles, Leute. Ist das so was? Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Dieses Spiel FIFA versteht man nicht. Man versteht es nicht. Man versteht es wirklich nicht. Einmal klappt nichts. Einmal klappt alles. Boah, Mavrei. Eieiei. Das war wieder gut gemacht. Und da weiß man nie, so wie das aktuell läuft, da kann der Torwart auch mal durchrutschen. In diesem Fall jetzt nicht. Auch nicht schlimm. Dann machen wir aus der Ecke was. Ei, war das wieder knapp. Und fast wäre zu Gothe abgeprallt. Der hätte natürlich reingeschoben. Yes! Hannover wird im Rohnhof abgeschlachtet. Und Leute, wir spielen sowas von noch um den Aufstieg mit. Richtig geil. Das war ein Statement. 5-0. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt, die erste Elf mitzunehmen. Ein weiterer Monat ist rum. Das heißt, wir haben neue Scouting-Sachen. Die gefallen mir auf jeden Fall nicht so. Schauen wir mal, was der zu bieten hat. Er hat ja natürlich jetzt auf jeden Fall mehr zu bieten. Das ist schon mal nice, aber ja gut, der hier, ne, 70 bis 88 mit 16, das ist in Ordnung. Sehr groß, der Typ, vielleicht Verteidiger oder sowas. Den holen wir mal ins Boot mit rein. Schauen wir mal. Und dann haben wir noch hier den letzten Bericht. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Verteidiger. Ich will ja nicht nur Verteidiger ausbauen. Aber trotzdem, der ist auch 15 Jahre alt. Also den holen wir auch mal mit ins Boot. Wir spielen gegen Bielefeld. Das muss jetzt kein 5-0 werden, aber es muss auf jeden Fall wieder ein Sieg werden. Und das ist wieder schwierig. Also es ist wieder ein guter Verein, gegen den wir spielen. Und wir müssten quasi komplett von Anfang an 0 Tore wieder anfangen, logischerweise. Und gewinnen halt. Ne? Oh, renn doch weiter. Habt ihr das schon wieder gesehen? Und sowas hasse ich einfach in FIFA. War es das mit der Chance, mit dem Konter? Das war wichtig von Burchard, weil das war gefährlich. Und es bleibt weiterhin gefährlich. Ja, Dondo ist halt schon schnell, aber Keita Ruel ist irgendwie nicht so schnell. Und die in Kombination sind nicht so krass, aber Nielsen ist krass.
Der macht's wieder. Harvard Nielsen. Nice. 1:0. Ole. Jawohl. Es hat lang gedauert. War ein bisschen crazy. Bisher. Auch wenig Chancen bisher. Und ja, jetzt 29. Spielminute. Harvard Nielsen. Oh, wie der denn reingepasst hat. Yes, ich sag dir ja, heute in dieser heutigen Folge und eigentlich seit dem Leipzig-Spiel läuft's wieder richtig gut. Das einzige Problem ist, wie gesagt, das ist jetzt die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Danach mache ich wieder ein paar Wochen Pause. Aber wir haben ein bisschen Glück, guck dir das an. Und dieses Glück brauchst du eigentlich. Dieses Glück brauchst du, wenn du aufsteigen willst, wenn du mit Greuther Fürth irgendwas reißen willst. Und ja, das Glück haben wir gerade. Oh, es ist noch heiß. Halbzeit. Es läuft. Ich bin absolut begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ja, nett. Nett, dass du mir den Ball schenkst. 3:0. Ja. Yes. Yes, yes, yes. Ich habe da den Ball bekommen, quasi in die Mitte gespielt. Oder erstmal auf die Außen, dann in die Mitte. Und das ist das 3:0 und das ist die Entscheidung. In der 59. auch interessant. Harvard Nielsen. Harvard Nielsen, da blockt er ihn. Ja, blieb mir jetzt nicht viel übrig. Hätte natürlich gleich schießen können, aber das hatte ich verpasst. Und dann blieb mir echt nicht mehr viel übrig. Nochmal schön geblockt. Nochmal dem vor die Füße gespielt. Nochmal dem vor die Füße gespielt. Zum zweiten Mal. Der Ball geht raus. Es ist vorbei. 13:0. Solider, schöner Sieg. Genauso wie ich das wollte. Ja, Leute, mit diesen schönen Bildern im Hintergrund 3:0 gewonnen gegen Bielefeld verabschiede ich mich dann von dieser heutigen Folge. Also für die Folge muss man echt einen Daumen nach oben da lassen, denn wir haben ein Statement rausgeballert. Wir sind da bereit für den Aufstieg. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.